Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Minecraft-Freunde. Hier ist der Protoss mit ganz viel Gesellschaft. Und zwar nehmen wir jetzt ein Let's Play Together auf. Und das der etwas besonderen Art. Das werdet ihr dann noch erfahren, werden wir euch gleich in Kürze vorstellen. Aber jetzt erstellen sich erstmal meine Teilnehmer vor. Ich würde sagen, der Dark fängt mal an, sich vorzustellen. Ja, Vorstellung, ja, ich bin Dark, hallo. Ja, wir, ja. Wir machen ein Let's Play, ja. Ja. Simpel, mach du weiter. Hallo, ich bin der Simple Zero und ja, wir machen hier ein Let's Play mit dem Plane Mod auf einen Multiplayer-Server. Wieso hast du das gesagt? So. Dafür kriegst du einen Schlag. Nein, aber. Schluss jetzt, benehmt euch. Max Kids, du bist dran. Also ich bin der Max Kids, 97. Ja. Gut. So, wir haben uns das so gedacht, dass wir in zwei Teams spielen. Und zwar ist das eine Team Simple Zero und Max Kids und ich spiele mit Dark Vampir zusammen. Wir befinden uns hier am Spawn. Wir haben uns hier ein sicheres Häuschen gebaut, falls man mal stirbt, dass man also zumindest mal eine Nacht dann überleben kann, um sich dann auf den Heimweg zu machen. Es wird so ablaufen, dass die Teams sich trennen, jedes baut für sich und wir bauen natürlich Let's Play Art. Es wird nichts gecheatet und alles. Und wir bauen uns halt unsere Stützpunkte möglichst weit weg voneinander, so dass wir auch nicht wissen, wo die anderen sind. Der Simple Zero nimmt auch auf, so dass wir also teilweise mit Splitscreen arbeiten oder wenn das Simple Zero Team was Spannendes erlebt, dann kriegen die halt Vollbild. Ansonsten switchen wir halt hin und wieder mal hin und her. Hat auch den Vorteil, ich kann dann besser kontrollieren, ob die beiden nicht fuschen und cheaten oder so. So. Dann kommt mal mit raus. Ich habe hier eben was aufgebaut, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, um was es geht, falls ihr den Plane Mode nicht kennt. Der Plane Mod ist also beinhaltet die Möglichkeit, fliegen zu können, und zwar mit Flugzeugen. Dafür habe ich hier schon mal eine Landebahn aufgebaut und hier ein kleines ja, Mini-Tutorial, damit ihr euch vorstellen könnt, um was es geht. Man braucht also eine Werkbank, um sich die ganzen Items zu erkraften und ich habe da schon ein paar Sachen vorbereitet, um das schnell zu sagen. Also hier haben wir zum Beispiel einen Flugzeugschwanz, den muss man sich erkraften und Flügel und Waffen kann man gebrauchen, Propeller und alles Mögliche. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich nehme es mal hier raus, damit ich dann gleich mal ein Flugzeug mal zusammenbauen kann, damit ihr das dann seht. Damit ihr dumm. Ich habe hier ein fortschrittliches Werkzeug. Also am Anfang gibt es dann eher so die Holzflugzeuge, die sind dann was lahmer und weniger bewaffnet und schwerer zu lenken, aber das ist ja wurscht. So, dann brauchen wir einen Ofen und Eisen, woraus wir uns eine spezielle Werkbank bauen, nämlich die für die Flugzeuge zusammenzusetzen. Dafür tut man hier unten den Ofen hin und hier kommt dann Eisen einmal drumrum und schon haben wir eine Plane Workbench. So, und diese brauchen wir, die setzen wir mal dahin und jetzt können wir das Flugzeug zusammenbauen. Ihr seht, hier sind überall die Plätze angegeben, wo was hin muss. Hier also der Motor, Propeller, da die Bewaffnung und hier die Farben. Die Crafting-Rezepte, die gibt es auf der Internetseite von dem Plane Mod, die kenne ich auch nicht auswendig. Wenn es bei uns mal soweit ist im Let's Play, werde ich mir die natürlich dann nochmal genauer ansehen. Dieses habe ich mir jetzt mal zurechtgelegt, daher weiß ich, wie es aussieht und das wird hier ein schickes Flugzeug und einer meiner Kollegen darf es gleich mal testen und fliegen, damit ihr dann auch mal das Flugzeug fliegen seht. Also das setzt man hier dann alles zusammen und dann bekommt man ein schönes Flugzeug, in dem Fall die BF-109. Zum Fliegen braucht man Kohle. Wer möchte von euch gleich fliegen? Der nimmt sich mal bitte Kohle aus der Kiste. So, dann setzen wir das Flugzeug mal hier auf die Start- und Landebahn. So sieht es dann aus. Ein sehr schönes Flugzeug. Simple Zero ist schon eingestiegen. Und er kann ja mal mit seiner Kamerasicht eben kurz zeigen, wie man das Flugzeug fliegt und was es da noch alles für Sachen gibt. Genau, aber ihr müsst aus dem Weg gehen, sonst geht das gleich wieder kaputt. So, also erstmal hier so in Richtung abfahren und dann halt ganz normal. Boot halt steuern.
Leertaste, also springen, hochsteuern und mit ducken dann runtersteuern. Wunderschön sieht das aus. Wie ein großer Vogel. Ja, jetzt müssen wir uns ducken, nicht dass du was fallen lässt aus Versehen, was braun ist oder so. Ah ne, bei Vögeln ist das ja weiß, ne? Ja, und das Ziel wird dann halt sein, dass wir uns dann gegenseitig bekriegen. Man kann Bomben bauen, die man abwerfen kann. Man kann auch Luftkämpfe führen. Wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, unsere ersten Flugzeuge haben, dann werden mit Sicherheit die ersten Erkundungsflüge stattfinden, damit man halt mal sieht, wo die anderen sein könnten. Wir werden uns nicht verraten, wo die anderen sind, sondern wir werden das dann selber rausfinden müssen. Das kann mitunter lustig werden und lange dauern. Ja, das war das eigentlich dazu. So, das Flugzeug kannst du eigentlich mal hier abstellen. Das können wir hier ja stehen lassen. Wir starten, wie gesagt, mit nichts. Das war jetzt nur zu Demo-Zwecken, damit ihr seht, um was es geht. Und ja, die Teams trennen sich jetzt und dann gehen wir unsere Wege und versuchen halt zu bauen. Ich würde sagen, wir starten, oder? Ja. Okay, dann Abmarsch. Wir gehen in die Richtung. In die Richtung, okay. Welches ist die Richtung? Die Richtung. Ach ja. Nach Westen, oder? Den einzigen Mod, den wir uns zugestehen, außer diesem Planes-Mod halt an sich, ist diese Minimap, die ihr sehen könnt, weil... Bauen wir uns erst ein Boot oder schwimmen wir? Ich weiß nicht, wollen wir nicht gucken, ob wir einen Landweg finden, den wir nehmen können? Na, hier ist überall Wasser. Glaube ich zumindest. Ich schwimme mal. Ja gut, dann schwimme ich mal hinterher. aber denk dran, es wird dann bald Nacht, ne? Ja, vielleicht wäre es klug gewesen, wenn wir erstmal uns hier zumindest ein Holzschwert machen oder so. Ja, dann gehen wir doch lieber zurück. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, wir erlauben uns die Minimap zu benutzen. Zum einen, weil man mit den Flugzeugen, wenn man fliegt, sehr schnell die Orientierung verliert. Und daher haben wir uns zugestanden, dass wir die Map benutzen. Allein auch um eine bessere Übersicht und eine bessere Sicherheit für uns selber zu haben. Und leckt das bei dir gerade auch so? Nee, gerade nicht. Ui, ich hab Holz erfarmt. Ich bin... Jimpel, wo bist denn du? Ich bin hier auf irgendeinem so Baum. Auf irgendeinem so Baum. So, gut. Du bist auf einem Baum. Ich quäfte uns dann schon mal eine Walkbench, damit du weißt, dass ich eine habe. Ja, hinter dir. Wieso sehe ich die nicht? Ich sehe sie auch nicht. Wieso kann ich mir keine Walkbench craften? Hallo? Wohin jetzt? Hier. Ach klar, ich muss ja... ja, doof. Das geht ja nicht mit Vollholz. Wir müssen also erstmal das Holz nehmen. Ich doof. Mann. Baumhaus bauen. So. Nein, aber Holzbaum. Gut. So. Ja, ich sollte die Walkbench setzen und nicht das Holz. Gut, dann mache ich uns schon mal ein paar Stickies. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich wieder im Spawnhaus schlafen. Ja, obwohl das bringt nichts, weil die anderen beiden gehen auch nicht schlafen. Ach so, ja, das stimmt. Ach, oder wir nehmen uns kein jetzt Mensch. Protos, oder wir machen... Ach, hast du schon Stickies? Ja, ich habe jetzt auch zwei Schwerter fertig gemacht. Okay, dann baue ich nämlich mal zwei Boote, dann können wir nämlich über die Zombie. Nacht hier schön... Ja genau, bau uns mal zwei Boote. Komm ins Baumhaus. So. Hier hast du ein Schwert. Erstmal nur aus Danke. Holz, aber was soll's. Besser als gar nichts. Fotos, hier ist dein Boot. Ja. Dann Zack. Würde ich sagen, schuppern wir mal los. Ja, Walkbench nehmen wir aber mit, ne? Genau, die können wir gebrauchen. So, gut, ab ins Boot. Oh, ich komme nicht rein. So, jetzt. Gut, fahr vor, ich folge dir. Ja, ich muss mich jetzt mal drehen hier. So, mal gucken. Ich gehe mal auf der Minimap bisschen nach oben raus. Und da sehe ich nämlich schon eventuell, wo wir Land haben. Da ist eine kleine Insel. Ja. Komm mal,
Ich hab hier ein Baumhaus. Baumhaus? Ich habe zwei Holzschwerter. Du, ich hab hier gerade einen Tankfehler. Nicht ja, den hab ich auch. Ah, mein Boot ist kaputt gegangen. Ich bin da nirgends gegen. Ach, gegen so ein blödes Seerosenblatt bin ich gegen. Scheiße. Hab ich nicht gesehen. Ja, aber hier dieser Chunk-Fehler. Wim ist gesund. Ich hab Holz, aber wir haben jetzt hier keine Dings da. Ja, ich schwimme dir hinterher. Guck mal, voraus ist eine Insel, ist Festland. Ja, da kannst du dir vielleicht ein Brot nochmal eben schnell machen. Ich habe aber nur zwei Holz. Musst du mal eben mitkommen, dass du mir noch was Holz nehmen kannst. Ja, genau. Wow, Zombie. Also hier vorne ist wieder Festland. Obwohl hier ist ein schöner Berg, ne? Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wir können ja mal drüber weggehen. Vielleicht finden wir da ein kleines Tal, wo wir uns verstecken können. Aber nur vielleicht. Kaputt. Da trinke, Hilfe. Und das? Ach, ja? Du kommst noch, okay. Ich, ja, es dauert ein bisschen. Wie viel Holz hast du? 6. Okay. Was will ich mit einem Seed jetzt? Die schmeiß ich weg. Ja, im Moment brauchen wir den noch nicht. Aber an Essen müssen wir natürlich früher oder später auch denken. Aber wir haben ja, wie gesagt, schon mal ein Schwert. So, hüpfen wir mal hoch, ne? Genau. Wenn der Regen jetzt mal aufhören würde, wäre das auch nicht schlecht. Ah, ein Enderman. Willst du dir die Enderperle holen? Jetzt ist er weg. Skelett, Protos holst du auch. Au, ich werde beschossen. Wo bist denn du? Ach, da hinter dir direkt. So. Aua. Wollen wir jetzt erstmal ganz hoch auf den Berg? Haben wir eine schönere Aussicht, ne? Können wir mal gucken. Ja, ich möchte ja mal gucken hier. So. Ich habe zwar die Brightness auf riesig gedreht, aber trotzdem ist es hier saudunkel. Vor allem, ich sehe den Regen, ich höre ihn aber nicht mehr. Ja, das... Ah, jetzt habe ich den Enderman. Ist das gut oder schlecht? So. Ah, ein Creeper. Vorsicht. Muss mal kurz AFK. Okay. So. Ja, ich muss noch schnell was hier schreiben. Haben wir ein bisschen. Aha. Also es sieht ganz interessant aus. Also ich sollte zwischen einem Let's Play mein Skype ausmachen. Motus, wo bist du? Hier oben auf dem Berg. Hier oben. Hab dich gefunden. Warte, erstmal Essen besorgen. Hier laufen gerade Schweine rum. Schweine? Also ich würde sagen, wir gehen in die Richtung dahinter über den anderen Berg noch. Dann müssen wir jetzt zwar hier runterspringen. Aua! Jetzt bin ich runtergefallen. Gut, weil ich nicht weiß, wo du runtergefallen bist. Ja. Weil ich mich noch um die Schweine kümmere. So, okay, vier Schnitzel sollten erstmal lang. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Da bist du. Ja, so, genau. Wo wolltest du lang? Hier hinter, also da hinten, wenn du, da siehst du das Wasser. Die Wasserquelle. Okay, da oben, ja. Und da über den Berg drüber. Okay. Dann müssen wir aber ein bisschen hier runterspringen. Ja, aber hier lang, ne, würde ich sagen. Genau, hier. Ah, da kommt was Grünes. Ah, noch mehr Schweinchen. Komm her, Schweinchen. Oh, und noch mehr Grünes. Ah. Manuel, hast Schwein nicht getroffen. Schweine! Was? Ihr seid meine. So, das ist ein anderes Team. Das ist ein bisschen still. Habt ihr nichts zu erzählen? Der ist doch auf K. Achso. Da kannst du ja was sagen. Ja klar, ich rede mit mir selber. Kannst du mit uns reden? Na, wo ich habe schon drei Fleisch. So. Das hat nichts gedroppt. Ja, das ist bei mir auch schon passiert. Fotos, ich bringe ja mal die ganzen Schweine um. Ja. Ich bin wieder da. Jetzt habe ich wieder eins. WB. Ich muss leider mal hier die Schafe umbringen, aber dass wir mindestens schon mal ein bisschen Wolle haben für das ein oder andere Bettchen. Ach nee, ich renne nicht zur Klippe. Oh, was ist denn hier? Simpel, wann wollen wir uns eigentlich mal auf den Weg machen? Fotos, ich sehe gerade einen Wald, siehst du den auch? Einen Moment,